Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen, atemberaubenden, super tollen Spiel. Und zwar Happy Room. Fangen wir gleich an mit der ersten Mission. Platzieren Sie eine Mine. Also für alle, die das Spiel nicht kennen, es geht im Großen und Ganzen darum, dass man hier eine Testperson hat. Ja, unser, nennen wir ihn Steve. Ja, wir haben hier den Steve. Und der testet für uns lauter toller Sachen. Und unsere erste Mission lautet, platzieren Sie eine Mine. Okay, Mine haben wir hier. Okay, die sollen wir hier unter ihm platzieren. Starten Sie nun den Test. Boom. Boah, da haben wir sogar zwei Missionen geschafft. Wir können den Test jetzt beenden. Alles klar, neuer Rekord. Hey, schauen Sie die Schadensstatistik an. Okay. Pja. Ich glaube, das ist noch ausbaufähig. Also, das wird jetzt am Anfang nicht so dolle sein. Je mehr Schaden Sie zufügen, desto mehr Waffen schalten Sie frei. Erledige Errungenschaften, um mehrere Budget zu bekommen. Okay. Das klingt doch schon mal gut. Was ist das? Was blinkt hier? Trampoline. Trampolin. Das können wir hier unten. Aha, können wir... Ah, okay, so macht man es weg. Räumen Sie das Feld auf. Habe ich doch hiermit. Okay. Man musste die Aktionstaste dafür drücken. 500 Schaden zu. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal... Okay, viel Auswahl habe ich ja noch nicht. Machen wir einfach mal... ganz viele tolle Minen hier hin. Okay. Einfach mal starten. Ah. Okay. Ja. Okay, das war ein Fail. Machen wir das anders. Teilen wir das Ganze ein bisschen mehr auf. So, jetzt aber. Boom. Na? Oh nein. Komm, Steve. Wir haben ihn Steve genannt, oder? Ich glaube Steve. Okay, das weiter nach links. So, jetzt aber. Jetzt, komm. Und. Ja. Ja. Okay. Drei Minen nacheinander. Und. Ach, shit, die 500 Schadenspunkte haben wir immer noch nicht gemacht. Aber wir haben einen neuen Rekord. Haben wir irgendwas Neues freigeschaltet? Ja, Stacheln. Okay, die können wir hier oben machen. Machen wir das doch mal so. Die weg. Da gab es doch ein Trampolin. Hier. Machen wir das mal hier so in die Ecke. Die ein bisschen darüber. So. Hier hin. Und den auch hier in die Ecke. So, und los. Nein! Ah, das sollte nicht passieren. Okay, so hat das schon mal nicht funktioniert. Das weg. Und dann noch eins hier hin. So. Hoffentlich funktioniert es. Jawohl. Jawohl. Und noch eine Mine. Noch eine. Ah, geschafft. Wir haben das Ziel erreicht. Super. Okay. Treffen Sie das Testobjekt 5-mal mit Armbrustpfeilen, während es aufgespießt ist. Haben wir die Armbrust? Ah, die Armbrust haben wir noch gar nicht. Okay, das heißt, wir müssen erstmal Schaden machen. Und ich habe gerade eine Idee. Und zwar werde ich das mal ausprobieren. Äh,
Jawohl. Und... Jawohl. Nein. Ah, verdammt. Was haben wir denn geschafft? Eine Sache haben wir geschafft. Okay. 1000 Schaden zu. Ah. Okay. Das war ja schon mal ganz cool. Machen wir ein paar Minen dahin. So, vielleicht drücken die Minen unseren Steve wieder in die Mitte. Das wäre natürlich optimal. So, ja, er verliert schon ein bisschen. Oh nein. Das war ein bisschen zu stark. Ah, das ist jetzt nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Also Federn. So. So. Ah, wir hätten hier oben noch mehr Spikes machen müssen. Naja. Hoffen wir mal, dass es jetzt so ein bisschen klappt. Wir ein bisschen Schaden machen, dass wir die Armbrust endlich freischalten. Also ist das ja schon... Ja, okay. Das meinte ich nämlich. Ich mache hier oben jetzt noch ein paar Stacheln hin. Hier. So und so. Haben wir noch Geld? Ja, wir haben noch Geld. So. 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 Und. So. Und so. So. Einfach mal los geht's. Steve, komm Steve, los! Ah, er driftet ein bisschen nach links. Aber solange er hier unter den Stacheln bleibt, ist alles gut. Nein. Los, Alter. Nach rechts zurück. Ah, okay, die Stacheln sind weg. Ah, und die Feder ist auch kaputt. Okay. Armbrust haben wir immer noch nicht freigeschaltet. Was können wir denn noch machen? Damit unser lieber Steve wieder in die Mitte kommt. Jawohl. Speaks, speaks, speaks. Alter Schwede, ey. Und in die nächsten Stacheln, jawohl. So, jetzt... Okay, das klappt noch. Komm schon, ich will die Armbrust. Ja! Wir haben die Armbrust. Und es geht weiter. Oh, der arme Steve, ey. Okay, die Stacheln sind auch kaputt. Und die nächsten, jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Ah, schafft er das noch? Noch einmal. Ah, nein. Ah, so knapp. Ah, so knapp vor den 1000, ey. Aber wir haben die Armbrust. Das ist schon mal super. Für die müssen wir jetzt... Das Testobjekt 5-mal treffen, während es aufgespießt ist, okay? Das heißt... ich weiß gar nicht, schaffe... Ja, das sollte doch reichen. Dann machen wir hier eine hin. Und hier eine hin. Oh, mehr können wir uns gar nicht leisten. Ja, mal gucken, ob wir ein paar Federn wegmachen müssen. Jetzt aber. Okay, keine Pfeile mehr da. Aber wir haben die Mission 2 Pfeile in den Kopf geschafft. Ey, super. Mal gucken, vielleicht schaffen wir noch 1000 Schaden. Ja, komm, Steve, los. Ich spule mal ein bisschen. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Jawohl, und nochmal hoch. Ja. Ah, das ist vorbei. Schade. Schade, schade, schade. So, wir machen mal hier die Federn weg. Und dafür dann nochmal eine Armbrust hier hin und eine hier hin. So. Jetzt. Ja. Jawohl.
haben wir auch die andere Mission geschafft. Okay. Aber wieder nicht die 1000 Punkte. Die 1000 Schadenspunkte. Okay. Wie viel Geld haben wir denn jetzt wieder? Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Können wir eine Armbrust mehr machen? Okay, hier ist... Machen wir es mal so, vielleicht. Und setzen da noch eine dritte hin. So. Start. Go! Bam! 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 Jawohl! Oh nein, Alter! Ah, oh, keine Pfeile mehr. Ah, wir haben 1000 Schadenspunkte geschafft. Und wir haben die Säge freigeschaltet. Jawohl. Ja, jetzt noch hier ein bisschen Schaden machen. Ja, 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 das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay, und... Ja, passiert nichts mehr. Bleibt liegen, alles klar. Neuer Rekord. Super. So, hier ist die Säge. Jawohl, die Kreissäge. So. Ja, wohin platzieren wir die denn? Ich weiß auch noch gar nicht. Die kann man doch bestimmt auch drehen, die Laufrichtung. Aber das finde ich schon noch raus. Eine hier hin, eine hier hin. Okay. Bam! Jawohl. Okay. Einfach mal ein paar Pfeile in den Arm schießen. Und ins Bein. Jawohl. Jawohl. Oh, perfekt. Perfekt. Alter Schwede. Na, da oben sind keine Stacheln mehr. Und nochmal gegen die... Jawohl, nochmal gegen die Säge und in die Stacheln da oben. Ah, okay. Okay, das hat doch super funktioniert. Zwar kein neuer Rekord, aber... Wir haben nochmal gut ein paar Punkte gemacht. Feuern Sie die Schrotflinte ab. Okay, ich denke, die habe ich noch nicht. Teleportation. 15 Sekunden lang Schaden durch Sägen zufügen. Okay. Okay, das könnte interessant werden. Okay. Jetzt weiß ich, wie man die Richtung der Sägen ändert. Wie machen wir das? Also wenn wir jetzt hier so... Moment. Geht das? Wenn wir hier so eine Art Becken machen, wo er reinfällt. Die drehen sich ja nach in die Richtung. Und da kommt er doch eigentlich nicht mehr raus. Machen wir hier noch eine hin. So. Und die ändern wir in die Richtung. Dann würde der sich hier drin... Aber... Ach komm, die drehen wir auch mal. Oder? Ist das so gut? Ja, probieren wir einfach mal aus. Jawohl. Er wird zerfällt. Steve! Nein, Steve! Oh nein! Aber die Mission sollten wir locker schaffen. Nein! Ja, da habe ich was gesagt. Hätte ich mal nichts gesagt. Na gut. Ach, verdammt. Was machen wir? Ändern wir die Richtung auch? Oh. So. Nochmal. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen random. Ob wir das Ganze schaffen oder nicht. Oder ist schon was abgeflogen? Der Helm? Okay, die beiden unteren Sägen sind kaputt. Ja, aber solange sich die hier noch ein bisschen dreht, Verdammt, das ist ja noch blöder. Na, wie kriegen wir das denn hin? Drehen wir die jetzt alle in die Richtung? Doch alle so und die so? Ich weiß nicht. Können wir das nicht irgendwie... Das bringt gar nichts hier. So, 15 Sekunden. Das muss doch schaffen. Ja, jawohl. Mit dem letzten Mal kitzeln am Fuß hat's geklappt. Alter Schwede, das gibt's doch gar nicht, ey. Okay. Wenn ich das richtig sehe, haben wir den meisten Schaden bis jetzt hier an den... am Oberkörper gemacht. Rekord.
1200. Okay, das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Alles löschen. So. Als nächstes schalten wir den Teleporter frei. Den brauchen wir auf jeden Fall. 1000 Schaden zufügen. 15 Pfeile ins Testobjekt schießen. Okay. Das geht wahrscheinlich am besten, wenn wir... wenn wir Stacheln an die Decke machen. Und dann da die Pfeile reinschießen. So. Wie viel Geld haben wir noch? Ah, wir haben jetzt richtig viel Geld. Ja, passt doch. Okay, machen wir mal die Feder auf dem Boden. So, Feder und Stacheln an den Decke. Stacheln, 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 Stacheln. So. Wie viel Geld haben wir noch? Komm noch. Ja, ist so eine Sache. Da oben kommen die Arme. Ah, kommt's. Vielleicht kommt die Armbrust noch dahin. So, 15 Pfeile. Das heißt, wir haben auf jeder Seite 5. Das heißt, die müssten theoretisch... also 10 müssten auf jeden Fall sitzen. Die nächsten 5 könnten ein Zufall sein. Probieren wir es einfach mal aus. Okay. Ja, perfekt. Perfekt, haben wir es geschafft. Jawohl, noch einen Pfeil in den Kopf. Okay, wir haben es geschafft. Miniguns, okay. Jetzt müssen wir einfach mal viel Schaden machen, damit damit wir mal ein paar neue Waffen freischalten. So. Na. Vielleicht. Na. Bam! Ah, Mist. Ah, so bringt das doch nichts, wenn die alle daneben schießen. Ah. Ja, das war auf jeden Fall blöd. Vielleicht hätte ich da statt das hier ein paar Minen vielleicht. Was haben wir denn noch? Wir haben ja eigentlich noch gar nicht so viel. Ja, vielleicht machen wir hier mal ein paar Minen hin. So. Boom. Und... nochmal. Und... okay. Ja. Jawohl, und jetzt auf die Seite. Ah, okay. Wir hätten die Stacheln vielleicht da drüber machen müssen. Okay, ich mach die Armbrust weg. Wobei, ja. Vielleicht schaffen wir noch den Teleporter. Okay. Ganz knapp, ey, Mann. Okay, Wände freimachen. Wände freimachen, Wände freimachen. So, was können wir denn noch? Genau, die Spikes, die wollte ich mal über die Federn, sodass der wenigstens da reinfliegt. So, dann ein paar Sägen brauchen wir. So, und eigentlich, ja, ich weiß ja nicht, eigentlich, da wir noch nicht so viel Auswahl haben. So, und dann noch ein paar Minen. Machen wir noch ein paar Minen dazwischen, hier und hier, und hier und hier und hier und hier. So. Bam, 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 jawohl. Und zack, und zack. Sehr schön, sehr, sehr schön. Nochmal den Fuß ein bisschen in die Kreissäge halten. Ah, okay, die Pfeile gingen ja schon mal daneben. Bam, bam, bam. Okay, das klappt schon mal gut.
Jawohl. Und wir haben den Teleporter. Ja, super, ey, geil. Sehr geil, sehr geil. Wir haben den Teleporter. Das heißt, wir könnten theoretisch das Ding hier wegmachen. Das auch. Und dann will ich gerne das Ganze alles nach rechts schießen. Ich glaube, hier geht's rein. Hier geht's raus. Okay, mal gucken. Wir können noch irgendwas machen. Wir können noch irgendwas machen. Das heißt, wir machen am besten noch eine Mine hier hin und noch eine dahin. So. Und jetzt will ich den ultimativen Schaden haben. Komm. Alter. Sehr gut. Und der Teleporter. Komm. Ja, komm. Nein, er macht Spagat. Ah, oh, nein, er ist durchgefallen. Wie geil ist das denn? Alter Schwede. Jawohl. Nein. Ah, in die Mitte. Na gut. Okay. Aber das war doch schon ganz witzig. So. Ich denke, das reicht auch für die erste Folge. Ja. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Videos machen. Das Spiel ist ja eigentlich an sich ganz lustig. Ja, ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.